Hey, hier ist Sidona und in diesem kurzen Video erkläre ich dir, wie du dich auf Coinbase anmeldest. Vorab, für die Teilnahme am Coinbase Crypto Clash musst du kein eigenes Geld einsetzen. Was ist Coinbase überhaupt? Coinbase ist ein in Deutschland lizenziertes Finanzinstitut und muss daher deutsche Kunden während des Registrierungsprozesses identifizieren. Sobald du dich identifiziert hast, kannst du Coinbase im vollen Umfang nutzen. Der Identifizierungsprozess dauert nur ein paar Minuten und ist komplett digital. Das Bank-Ident-Verfahren ist im Einklang mit deutschem Recht und besteht aus drei Komponenten. Erstens, du musst deine Handynummer verifizieren. Zweitens, du musst eine Mikrotransaktion über dein Bankkonto durchführen. Drittens, du musst digital unterschreiben. Damit du mit der Identifizierung beginnen kannst, führe bitte erst das kurze Coinbase-Kunden-Onboarding durch. Starte das Onboarding über unsere Landingpage coinbase.com/partner/gobig und sichere dir unsere neuen Kundenbonus in Höhe von 10 Euro in Bitcoin. Nachdem du deine E-Mail bestätigt hast, gib bitte deine Handynummer ein und verifiziere diese durch die Eingabe des Authentifizierungscodes. Trag jetzt deine Nationalität ein und danach dein Geburtsort, dein Geburtsland sowie dein voraussichtliches Handelsvolumen und die Branche, in der du berufstätig bist. Jetzt braucht Coinbase noch ein paar Informationen, um deine Identität verifizieren zu können. Bitte gib deinen Vor- und Nachnamen, dein Geburtsdatum und deine Adresse ein. Als nächstes beantworte kurz ein paar Fragen darüber, wie du Coinbase benutzen willst. Jetzt fängt das Bank-Ident-Verfahren an, was nur ein paar Minuten dauert. Starte das Verfahren und tippe im Anschluss die TAN ein. Im nächsten Schritt verifiziere deine Bankdaten. Gib hierzu deine IBAN ein. Kurzer Hinweis: Gemeinsame Bankkonten sowie IBANs, die nicht mit DE anfangen, können nicht verwendet werden. Logge dich nun sicher in dein Online-Bankkonto ein und überweise den kleinen angegebenen Betrag auf das Konto der Solaris Bank. So kann Coinbase sicherstellen, dass das angegebene Bankkonto dir gehört. Der Betrag wird dir natürlich innerhalb von 10 Werktagen zurückerstattet. Falls das Bank-Ident-Prozess bei dir nicht funktionieren sollte, wirst du automatisch zum Video-Ident-Verfahren weitergeleitet. Jetzt hast du es fast geschafft. Lies nun die angezeigten Dokumente durch und signiere sie digital, indem du die TAN eingibst. Das war's! Du hast dich erfolgreich verifiziert und kannst jetzt auf Coinbase aktiv werden. Richte jetzt noch dein gewünschtes Zahlungsmittel ein, um den Anmeldebonus zu erhalten. Für dich zur Info: Für den Coinbase Crypto Clash musst du kein Geld auf dein Coinbase-Konto einzahlen. Deinen individuellen Coinbase-Link für die Anmeldung beim Coinbase Crypto Clash findest du übrigens, indem du im Coinbase-Menü auf Freunde einladen klickst oder direkt über coinbase.com/invite. Wir sehen uns beim Cup.